Aufgepasst, ihr Trollbanausen! Gelesen von Nicole Eisenring. Unsere Geschichte beginnt in einem verwunschenen Wald tief im Norden. Dieser Ort ist die Heimat vieler wundersamer Wesen. Zum Beispiel wären da die singenden Pilze, die den Wald stets mit herrlichem Gesang unterhalten. Oder die großen und starken Trolle, die zugegebenerweise nicht die hellsten aller Geschöpfe sind. Auch nicht vergessen darf man natürlich die Kobolde. Kobolde sind äußerst merkwürdige Geschöpfe. Sie sind intelligent, flink und man würde es ihnen wegen ihrer kleinen Statur gar nicht zutrauen, aber sie sind äußerst stur. Unsere Geschichte erzählt von genau so einem Kobold. Ihr Name ist Ayuna. Sie lebt mit ihrer Kobold-Großmutter Nohilde in einer kleinen Holzhütte im verwunschenen Wald. Mit ihnen lebt auch Ayunas Freund Flo, der, wie der Name schon sagt, ein Floh ist. Sie sind die allerbesten Freunde und Flo hat sich deshalb dazu entschieden, in ihre rote Zipfelmütze einzuziehen. Zu dritt leben sie schon viele Jahre ungestört zusammen. Der alten Nohilde gefällt die Ruhe. Aber die beiden Freunde träumen schon lange von einem großen Abenteuer. Ich habe da so ein Gefühl, dass ihr Wunsch bald in Erfüllung gehen wird. Hört ihr das? Da spielt doch irgendwo Musik. Es sieht ganz so aus, als ob die Kobolde ein Fest feiern. Wollen wir doch mal nachsehen, wie der Festschmaus aussieht. Ich mag nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Grossi, kannst du uns echt eine Geschichte erzählen? Oh, am liebsten die von den Trolls Kimpa und Jampa. Aber, findet ihr das nicht langsam langweilig? Ich habe euch doch schon x-mal von den Trolls erzählt. Nein, das ist meine Lieblingsgeschichte. Bitte. Also gut, noch einmal, wenn ihr still her sitzt und eure Öhrli gut spitzet, dann erzähle ich sie halt. Seit vielen tausend Jahren herrscht eine bittere Feindschaft zwischen den Troll und den Kobold. Ah, das weiss ich schon alles. Können wir nicht den Teil überspringen und gerade zu der Action gehen? Nein, Ayuna, der Teil ist auch wichtig. Dafür findet man nämlich raus, dass die Troll böse Räuber sind. Jetzt sind doch mal still und lass mich erzählen. Aber so ist es, Flo. Troll sind schon immer gierige Geschöpfe gsi. Sie haben sich immer alles unter den Nagel gerissen, was ihnen gefallen hat. Goldige Sachen und alles, was glitzert, haben sie besonders gern. Grossi, haben sie eigentlich auch mal etwas von dir gestohlen? Jawohl, das haben sie. Die zwei Dreckskäibe, Jampa und Skimpa, haben mir vor langer Zeit mal mein ganzes Silberbesteck gestohlen. Und dazu noch mein kleiner, goldiger Schlüssel. Oh, voll krass! Was für ein Schlüssel? Ja. Mein kleiner, goldiger Schlüssel. Der ist etwas ganz Besonderes, das sage ich euch.
Er wird von Generation zu Generation in unserer Koboldfamilie weitergegeben. Bevor deine Urgroßmutter Ayuna mit den Schlüssel können vermachen, ist er in einer regnerischen Sommernacht von den Trollen gestohlen worden. Ich bin damals noch ein kleiner Kobold gsi, aber ich kann mich noch klipp und klar an die Nacht erinnern. Ich bin schon im Bett am Schlafen gsi und plötzlich spüre ich ein paar Regentropfen auf meiner Spitznase, noch im Halbschlaf. Und ganz verwundert habe ich die Augen aufgemacht. Und zwei riesen Trollköpfe haben mir entgegengeschaut. Der eine ist einfach nur mit dort gestanden, mit unserem Hausdach in der Hand und hat uns angeschaut. Und der andere hat mit seinen Wurstfingern in unseren Sachen rumgewühlt, das wären seine. Und dann haben sie unser ganzes Besteck und eben auch den Schlüssel gestohlen und zu ihrem Versteck beim Fuchsberg mitgenommen. Und was kann man denn eigentlich mit dem Schlüssel aufbeschliessen? Gehen wir mal dort unter dem Sofa schauen. Dort solltet ihr ein kleines Holzdrückchen finden. Also komm Flo, gehen wir es holen. Warte auf mich, ich komme. Die ist ja wunderschön. Ja, also die sieht wirklich nicht schlecht aus. Grossi, was ist denn da innen? Das kann ich leider nicht beantworten, liebe Ayuna. Ich hatte selber nie die Gelegenheit, die Kiste aufzumachen, weil vorher das Kimpa und Jampa den Schlüssel gestohlen haben. Aber ich würde doch so gern selber wissen, was in dieser Kiste drinnen ist. Wisst ihr? Früher wohne ich noch. Jetzt aber ab ins Bett mit euch zwei. Ihr seid ja todmüde. Grossi, ich bin gar noch nicht müde. Ist das nicht süß? Da liegen die beiden zusammengekuschelt im Bett. Aber nein, das gibt's doch nicht. Reden die etwa miteinander? Nur Hilde hat doch ausdrücklich gesagt, sie sollten schlafen. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Hey, psst, psst, Flo. Flo, psst, schlaf schon. Ja, jetzt nimmer. Ach, endlich bist du wach. Lass zu, ich habe nämlich eine grandiose Idee. Ist ja gut. Und was wäre das für eine Idee? Bist du bereit? Wir gehen zum Fuchsberg, zum Versteck von der Troll und holen uns am Grossi ihren Goldschlüssel zurück. Sag mal, hast du eigentlich noch alle Taschen im Schrank? Du willst freiwillig zu diesen riesen Troll gehen. Ich bin der Flo und ich bin ein winziges, pinziges Mimösli. Ach komm schon, Flo. Das wird ein Erlebnis. Hast du es nicht auch langsam satt, dass nie etwas Spannendes passiert? Und wir haben doch schon immer mal ein Abenteuer zusammen erleben. Ja, das schon. Aber ich hätte da eher an etwas wie zusammen einen Schalismus gedacht. Also jetzt fehlt dir aber eine Tasse im Oberstübli. Das ist doch kein Abenteuer. Bitte, Flo. Fürs Grossi. Also.
gut. So wie ich dich kenne, wirst du ja so oder so gehen. Und dann komme ich lieber mit. Und nur, dass das klar ist, ich bin im Fall kein Mimösli. Juhu! Danke. Ah, du bist der beste Flo. Ich kann es kaum glauben. Du und ich auf einem richtigen Abenteuer. Los geht's! Morgen am Morgen, wenn das Grossi noch schlaft, machen wir uns auf den Weg. Oh je, wenn das nur gut kommt. Wer hätte das gedacht? Ein kleiner Kobold und ein winzig kleiner Flo wollen es mit zwei Trollen aufnehmen. Das hätte ich mir nie in meinen wildesten Träumen ausdenken können. Selbstverständlich begleiten wir Ayuna und Flo auf ihrem Abenteuer. Das ist ja mal klar. Mich nimmt es nämlich auch sehr wunder, wie die zwei Skimper und Jamper austricksen wollen. Und die Frage, was in diesem verflixten Kästchen ist. Oh, da bewegt sich was. Das müssen unsere zwei tapferen Helden sein. Also dann, Musik ab und lass die Reise beginnen. Wie lang geht's noch bis zum Berg? Meine Füße sind weh. Und wir laufen jetzt schon seit Stunden. Es ist schon bald Mittagszeit. Ayuna, können wir nicht einmal eine Pause machen? Ach Flo, hör doch auf nörgeln. Ich weiss es doch auch nicht, wie lang es noch zum Fuchsberg geht. Laut der Karte müssen wir einfach weiter geradeaus laufen. Oder doch rechts oder links? Warte mal, habe ich die Karte verkehrt? Ich habe auch mega Hunger. Warum hast du schon alle Wurzelknospen 10 Minuten, nachdem wir losgelaufen sind, vertilgt? Aha, jetzt bin ich wieder schuld. Du bist es doch gewesen, der gesagt hat, und ich zitiere, nein, zwei, die Wurzelknospen langen, völlig. Schau, ich weiss, dass wir beide Hunger haben. Und ich gebe es ja zu, wir haben uns verlaufen. Aber streiten bringt uns jetzt auch nicht weiter. Oh, du hast ja recht. Es tut mir ja. Ja, ist ja gut. Es tut mir ja auch leid. Flo, schmeckst du das? Hä? Was? Ja, da kocht irgendetwas. Meine Flo-Nase schmeckt Bärlauch, eine Prise Salz und Froschbein! Oh, fein! Mir läuft das Wasser richtig im Mund zusammen. Also komm, folgen wir dem Geruch. Das ist ja ekelhaft! Bärlauch! Aber wenn man Hunger hat, isst man wohl alles. Wer kocht denn hier eigentlich im Wald? Das müsste doch ganz in der Nähe sein, wenn... Aha, ich hab's gefunden! Dort drüben auf einer Waldlichtung steht ein Turm. Und aus dem Kamin kommt grüner Rauch hinaus. Also wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze ein wenig mysteriös aus. Ayuna und Flo haben den Turm wohl auch gefunden. Ich will nicht klopfen. Ich habe Angst. Bist eben doch ein kleines Mimösli. Also gut, dann mache ich's halt.
Willkommen und tretet nur ein in mein kleines Hexenheim. Lange warte ich schon auf euer Erscheinen. Lasst mich mein Süppchen mit euch teilen. Kommt, kommt, nur nicht schüchtern. Danke für das nette Angebot. Wir würden gern reinkommen und von eurer Suppe probieren. Aber wir haben leider keine Zeit. Au, warum schlägst du mich? Das ist aber nett, dass sie ihre Suppe mit uns teilen wollen. Wissen sie, wir sind nämlich halb am Verhungern. Tretet nur ein, ihr sollt bei mir willkommen sein. Juna, ich hab Angst. Hast du mal ihre riesen Nase gesehen? Sie könnte uns glatt mit ihren Nasenlöchern inhalieren. Ja, ich weiss, Flo. Aber wie wollen wir zwei starke Troll mit leerem Magen überlisten? Keine Angst. Wir schlürfen ein bisschen von ihrer Brühe, stärken uns und dann sind wir zack wieder draussen. Oh, okay. Hier ist meine Hexenküche. Sind das nicht wunderbare Gerüche? Hier, für jeden von euch eine Schüssel mit Trank. Esst nur und das reicht mir als Dank. Ja. Das sieht denn fein aus. Also in dem Fall Prost, Flo, auf drei. Eins, zwei, drei. Das ist ja noch fein. Da wird noch mehr. Natürlich! Esst nur, Mampf, Mampf. Ihr werdet es brauchen für euren Trollkampf. Trollkampf? Woher wissen Sie, dass wir auf dem Weg zu den Trolls sind? Wovon ich es weiß? Euer Schicksal gibt es mir preis. Doch lasst mich euch eines raten. Überlegt euch gut eure heldenhaften Taten. Die Trolle sind sehr mächtige Wesen. Es könnte sein, dass ihr bald seid gewesen. Was meinen Sie mit dem? Ich verstehe langsam nur noch Bahnhof. Die ganze Reimerei verwirrt mich. Flo, kommst du draus? Sie sagt, dass es noch nicht spät ist, umzukehren. Und eigentlich hat sie ja recht. Das ist alles ein bisschen dumme Idee gewesen. Oh, Juna, was sollten ein Flo und ein Kobold so gegen zwei Troll ausrichten? Bitte, das ist doch... Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind vielleicht nur ein Flo und ein Kobold. Aber wir können es locker mit diesen zwei Trollbanausen aufnehmen. Flo, ich glaube an uns. Ich weiss, dass wir das schaffen können. Du hast ja recht. Wir schaffen das. Wir gehen zum Fuchsberg und holen uns den Schlüssel vom Grossi zurück. So gefällt mir das. Genau das hat er wollen hören. Und ich zeig dir deine Trolle und... Was gibt's da zu lachen? Glauben Sie etwa nicht, dass wir es schaffen können? Ganz und gar nicht. Ich bewundere euch in jeder Weise und wünsche euch viel Glück bei eurer Reise. Ja, so. Also, in dem Fall, danke. Ihre Suppe ist noch überraschenderweise ziemlich fein gewesen. Ja, da hast du recht, Flo. Nur danke viel, viel mal. Also komm, Flo, wir müssen weitergehen. Jawohl.
Aber, wo drüben müssen wir jetzt eigentlich? Erlaubt mir, euch zu fliegen zu den Wesen. Lasst mich nur schnell herbringen, den Besen. Arborium Corticus! Arborium Corticus venit! Bitte sehr, steigt nur auf. Ich bringe euch den Berg hinauf. Flüge! Hopp, hopp, auf mit dir. Wow, ist das nicht aufregend? Wir werden auf einem richtigen Basen dort hergeflogen. Arborium Corticus! Arborium Corticus volant! Ach du meine Güte! Was für ein Ausblick! Ich wünschte, ihr könntet das sehen. Ein fliegender Besen, der eine Hexe, ein Kobold und ein Floh trägt. Das sieht man nicht alle Tage. Und das Tempo, das die drei drauf haben. Ich muss sagen, dass mir diese alte Hexe am Anfang ganz schön Angst bereitete. Aber sie scheint sehr freundlich zu sein. Mit ihrer Hilfe schaffen die zwei Freunde es im Handumdrehen zum Fuchsberg. Na, wer sagt's denn? Unglaublich! Sie sind auch schon da! Die Hexe hat sie vor der steinernen Höhle der Trolle abgesetzt. Ach, wie aufregend! Also dann, ich bin mal wieder leise. Viel Glück bei dem, was euch bevorsteht. Ich hoffe für euch, dass ihr es überlebt. Wenn ihr einen Ritt nach Hause braucht, denkt nur an die Tränke braut. Danke vielmals für den Ritt. Es hat uns mega geholfen. Tschüss. Bis bald. Wir haben es geschafft. Endlich sind wir bei der Trollhöhle beim Fuchsberg angekommen. Jetzt gibt's wohl kein Zurück mehr. Nein, also jetzt gibt's definitiv kein Zurück mehr. Komm, Flo. Gehen wir rein. Wow, da innen sieht es ja aus wie auf einem Schrotthaufen. Überall liegen Zeugs rum. Schau mal, Flo, eine Silbergabel. Die packe ich gerade ein. Was haben wir denn sonst noch alles da? Ein Sofa, Schlittschuhe. Ist das etwa ein Kühlschrank? Nicht so laut. Sonst kommen uns ja gerade mit Paprika würzen und uns den Troll als Nachtessen präsentieren. Oh nein, sorry. Herr Jemine, wie sollten wir bei dem ganzen Krimskrams jemals den Schlüssel finden? Ja, das ist eine gute Frage. Wie wär's, wenn wir einfach dorthin anfangen und dann... Nein, das macht keinen Sinn. Oder wenn wir dort... Ich hab's! Psst, jetzt red doch mal leisiger. Ich hab's. Also, erzähl, was ist dein grandioser Plan? Wir fragen einfach Troll. Sag mal, spinnst du? Simpa, kommt für ihn mal raus. Bisschen gut. Habt ihr Schiss? Ich will es euch schon zeigen. Hallo, wo sind ihr? Kommt. Hä? Jampa, hörst du das? Was ist jetzt wieder? Lass mich schlafen. Jetzt wach doch endlich einmal auf! Aua! Das tut weh! Ich habe etwas gehört. Jemand ist in unserer Höhle, ich bin mir sicher. Komm, hilf mir suchen, du faulen Sack! Den halt! Skimpa, Jampa! Kommt führen, wenn ihr euch getraut! Das hey, Skimpa, hörst du das? Da ist, glaub's, jemand in unserer Höhle. Das hab ich doch schon gesagt. Hör auf, mir immer alles nachzureden.
Ich habe doch nichts nachgemacht. Das stimmt gar nicht. Schon seit wir klein sind, hast du immer an Mami gesagt, dass du ausgesehen bist. Aber eigentlich habe ich immer gesehen. Endlich haben wir euch gefunden. Ihr seid also die Einbrecher. Genau die sind wir. Wissen ihr zwei, wo sich ein kleiner goldiger Schlüssel befindet? Ein was? Ein goldiger Trüffel? Wo? Ein goldiger Schlüssel. Oh, Troll sind ja noch dümmer, als ich gedacht habe. Schön haben wir das jetzt auch geklärt. Es ist ein Schlüssel und kein Trüffel. Ihr zwei gebt ihn jetzt sofort zurück. Der gehört nämlich unserem Grossi. Und ihr habt ihn gestohlen. Wenn ihr ihn jetzt nicht sofort holt, dann... Den zeigen wir es euch. Ah, so ist das also. Was bist du eigentlich? Ich habe noch nie so einen kleinen Kobold gesehen. Ich bin auch kein Kobold, sondern ein rein rassiger Floh. Hast du das gehört, Jampa? Ein halber Kobold und ein Floh wollen sich mit uns anlegen. Jampa, der Floh gefällt mir. Den will ich gerade behalten. Weisst, mich nimmt's nämlich Wunder, wie so ein Floh schmeckt. Ich kann mich noch daran erinnern, die Urgrosstante Bettina hat einmal gesagt, dass die ganz sauer schmecken. Ein bisschen wie Ameisen, weisst? Ja, genau so. Ich habe einen Plan. Weißt du, und dann, wenn sie nicht rein. Flo, du bist genial! Genau so machen wir es. Also, hey, ihr zwei, wir wollen euch einen Handel vorschlagen. Der kleine goldige Schlüssel gegen den Flo namens Flo. Der Flo heisst Flo. Ich biete rund um die Uhr Unterhaltung an. Ich kann euch etwas vorjodeln, tanzen, stricken, was auch immer ihr wollt. Also wenn das nicht einmal ein fairer Tausch ist, dann weiss ich auch nicht. Ja, wir brauchen eigentlich keine Unterhaltung da. Aber... Du siehst sehr fein aus und dein Jampa und ich würden dich sehr gerne essen, gell? Wein, noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Ja, das... Von mir aus geht das auch. Den halt. Also, was sagt ihr zum Dusch? Also gut, wir nehmen den Dusch an. Der Schlüssel gegen den Mini-Kobold. Er ist ein Flo, kein Mini-Kobold. Ja, das ist mir eigentlich schnitzepups egal. Also komm, Jampa, suchen wir den kleinen goldigen Schlüssel. Gefunden! Ich habe ihn! Ich habe ihn vor dir gefunden! Was sagst du jetzt wieder, du hast ihn gefunden? Ich habe ihn zuerst gesehen mit den Augen und das ist das Einzige, was zählt! Ich zeig's dir! Sie haben ihn in der Hand. Ich sehe ihn. Jetzt ist unsere Chance. Ein Junge. Sie sind so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie uns ganz vergessen haben. Jetzt schiesst die Gabel. Ja. Au! Jetzt stehst du mir auf den Fuss. Das gibt's doch super nicht. Super gut. Gabel steckt im Zehen fest. Schau, er hat den Schlüssel fallen lassen. Das ist unsere Chance. Oh nein, ich habe ihn. Super, Flo. Jetzt komm, renn. Gemacht. Renn schneller. Hey, Flo, ihr zwei bleibt gefälligst stehen. Da bleiben, habe ich gesagt. Ich kann fast nicht zusehen. Die zwei Freunde rennen und rennen und rennen und die Trolle hinterher.
Juna, pass doch auf! Da vorne ist der Berg fertig! Stopp! Hört auf zu rennen! Ihr werdet runterfallen! Nein! Die beiden sind doch tatsächlich von der Klippe gesprungen. Sie fallen immer tiefer und tiefer. Wenn das so weitergeht, fallen sie bald zu Boden. Hilfe! Es soll doch jemand den beiden helfen! Schnell! Hilfe! Wo sind denn du, Auxilium? Oh, das war knapp. Kurz bevor die beiden den Boden erreicht hatten, kam die Hexe auf ihrem Besen und fing sie auf. Na, wenn das mal keine Überraschung war! Sieht so aus, als hätten die zwei Trolle es genauso wenig erwartet wie ich. Sie stehen ganz verwundert am Bergrande und kratzen sich am Bauch. Das soll eine Lektion an Skimper und Jumper sein. Die beiden werden sich bestimmt nie mehr mit Kobolden oder ganz geschweige denn Flöhen anlegen. Wie war das? Ihr wollt wissen, was in der Kiste ist? Natürlich! Fast hätte ich es vergessen, euch zu sagen. Nur Hilde war überglücklich, die beiden tapferen Helden wieder bei sich zu haben. Und nach all den vielen Jahren wurde ihr Traum endlich wahr und sie konnte das Mysterium des Kästchens lüften. Es befand sich eine Karte darin. Aber nicht irgendeine Karte, sondern eine Schatzkarte. Sieht wohl ganz so aus, als ob Ayuna und Flo schon bald zu ihrem nächsten Abenteuer aufbrechen. Aber für heute ist erstmal Schluss. Mann, bin ich müde. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.